Herr Geißler, es gibt das schöne englische Wort vom Public-Private Partnership. Da lässt der Staat sich von privaten Unternehmen helfen, bestimmte Aufgaben, die er nicht mehr finanzieren kann, zu tun und zu übernehmen. Ist das das eigentliche Problem, dass der Staat immer ärmer wird? Natürlich ist es eine Spätfolge, nicht wahr, dieser Ökonomisierung unserer Gesellschaft. Davon ist der Staat auch betroffen. Ich halte das alles für eine absolute Fehlentwicklung, dass private Gesetzentwürfe vorlegen, nicht wahr, und das möglicherweise dann von den Ministerien übernommen wird. Aber das ist nur eine Form dessen, nicht wahr, was wir eben mit dieser Vorherrschaft des Ökonomischen in unserer ganzen Gesellschaft erleben. Was wir heute Abend diskutiert haben, das führt mich eben zu der Erkenntnis, da muss man die Weimarer Republik sich noch einmal angucken, was da passiert ist, nicht wahr? Dass wir ganz scharf darauf achten müssen, dass wir eine Trennung zwischen Politik und denen haben, die mehr Geld zur Verfügung haben als andere. Diese Leute, die dürfen nicht mehr Einfluss auf die Politik ausüben als die große Masse der kleinen Leute. Und unsere Mütter und Väter des Grundgesetzes haben aus diesem Grunde in das Grundgesetz hineingeschrieben, dass die Parteien, und das gilt natürlich auch für die Amtspersonen in den Parteien, Rechenschaft ablegen müssen über die Herkunft ihrer Gelder. Und dieser Verfassungsgrundsatz, der ist von höchster Stelle und von zweithöchster Stelle und dritthöchster Stelle über lange, lange Jahre, Jahrzehnte hindurch vernachlässigt worden. Das haben wir erst spät gelernt, nicht wahr? Zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte, nicht wahr? Das ist ein ganz ernsthafter Grundsatz, den wir einhalten müssen. Das wird bei uns heute nicht mehr passieren. Aber etwas ist auch klar. Die Weimarer Republik ist zugrunde gegangen, weil die Nazis finanziert worden sind von der deutschen Schwerindustrie, von der deutschen Großindustrie. Und deswegen ist die Aufdeckung, die Transparenz der Spenden von entscheidender Bedeutung. Und ich gehe heute einen Schritt weiter, das ist meine Erfahrung. Wir sollten die Finanzierung der Parteien völlig unabhängig machen von privaten Spenden. Die privaten Spenden gehören abgeschafft. Es wird immer gesagt, diese 5 Euro oder 6 Euro, die eine Partei pro Wählerstimme bekommt, dadurch würden die Parteien staatsabhängig werden. Das ist doch eine ganz üble Ausrede. Ich werde doch als Mitglied der CDU und Sie als Mitglied der SPD nicht staatsabhängig, wenn ich das Geld, das ich für die Parteiarbeit brauche, und die Parteien brauchen Geld, wenn ich das Geld vom Bundestagspräsidenten bekomme. Und nicht von Flieg, haben Sie gerade genannt, oder vom Josef Ackermann oder jemandem anderen, den Sie in Ihrer Liste drinstehen haben. Das muss beseitigt werden, nicht wahr, dass wir diese Großspenden und auch die mittleren Ihr Spenden Wort, zur Grundlage der Parteiarbeit Ihr Wort machen. In Gottes Ohr, aber wir schaffen es ja im Bundestag nicht mal, die Einzelspende auf maximal 100.000 Euro zu begrenzen. Die Union, Ihre Partei, aber auch die FDP sind massiv dagegen. Wir wollen Regeln für das Sponsoring. Wir wollen die Abgeordnetenbestechung unter Strafe stellen. Aber etwas ist auch klar. Die Weimarer Republik ist zugrunde gegangen, weil die Nazis finanziert worden sind von der deutschen Schwerindustrie, von der deutschen Großindustrie. Und deswegen ist die Aufdeckung, die Transparenz der Spenden von entscheidender Bedeutung. Und ich gehe heute einen Schritt weiter, das ist meine Erfahrung. Wir sollten die Finanzierung der Parteien völlig unabhängig machen von privaten Spenden. Die privaten Spenden gehören abgeschafft. Es wird immer gesagt, Rechenschaft ablegen müssen über die Herkunft ihrer Gelder. Und dieser Verfassungsgrundsatz, der ist von höchster Stelle und von zweithöchster Stelle und dritthöchster Stelle über lange, lange Jahre, Jahrzehnte hindurch vernachlässigt worden. Das haben wir erst spät gelernt, nicht wahr? Zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte, nicht wahr? Das ist ein ganz ernsthafter Grundsatz, den wir einhalten müssen. Das wird bei uns heute nicht mehr passieren. Herr Geißler, es gibt das schöne englische Wort vom Public-Private Partnership. Da lässt der Staat sich von privaten Unternehmen helfen, bestimmte Aufgaben, die er nicht mehr finanzieren kann, zu tun und zu übernehmen. Ist das das eigentliche Problem, dass der Staat immer ärmer wird? Natürlich ist es eine Spätfolge, nicht wahr, dieser Ökonomisierung unserer Gesellschaft. Davon ist der Staat auch betroffen.
Ich halte das alles für eine absolute Fehlentwicklung, dass private Gesetzentwürfe vorlegen, nicht wahr, und das möglicherweise dann von den Ministerien übernommen wird. Aber das ist nur eine Form dessen, nicht wahr, was wir eben mit dieser Vorherrschaft des Ökonomischen in unserer ganzen Gesellschaft erleben. Was wir heute Abend diskutiert haben, das führt mich eben zu der Erkenntnis, da muss man die Weimarer Republik sich noch einmal angucken, was da passiert ist, nicht wahr, dass wir ganz scharf darauf achten müssen, dass wir eine Trennung zwischen Politik und denen haben, die mehr Geld zur Verfügung haben als andere. Diese Leute, die dürfen nicht mehr Einfluss auf die Politik ausüben als die große Masse der kleinen Leute. Und unsere Mütter und Väter des Grundgesetzes haben aus diesem Grunde in das Grundgesetz hineingeschrieben, dass die Parteien, das gilt natürlich auch für die Amtspersonen in den Parteien,